Gegenseitige Vergebung ist so wichtig. Das bindet sowas von der Umma. Yani, es ist eine Tat, die ist leider gharib, die ist leider fremd unter uns. Aber wenn wir es machen würden, ach, du würdest Herzen damit erobern. Vergebe deinem Bruder für Allah Azza wa Jalla. Was ist daran so schwer? Egal, was er gemacht hat, egal, was er dir gesagt hat, sei bereit zu vergeben. Weil du willst auch, dass am Yawm al-Qiyamah dir jeder vergibt. Vor allem Allah Azza wa Jalla dir vergibt für alles, was du gemacht hast. Du hast vielleicht Sünden gebracht, die sind Todsünden. Sinna, Riba, ich weiß nicht was. Stehst du vor Allah, du willst vollkommene Vergebung. Das alles ohne wie viele, ja, was muss ich machen, damit ich ohne Azab und ohne Hisab in Paradies komme? Aber wenn wir untereinander sind, warum soll ich ihn vergeben? Hat er nicht verdient. Soll er kommen, sich bei mir entschuldigen? Wirken wir so arrogant? Finden wir aber unseren früheren nicht, unsere Vorfahren, vor allem von unserem Propheten, a.s. Letzte Woche war ich in Fulda und ich habe mit den Leuten gesprochen über Ashabul Uchdud, über die Leute des Grabens. Und selbst da, liebe Geschwister, in Surat al-Buruj, Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, als er diese Leute anspricht, die die Leute in die Graben reingeworfen haben, er sagt, und diejenigen, die das, und die nicht um Vergebung gebetet haben, er erwähnt die Leute, die was, die diesen schrecklichen Verbrechen begangen haben, die haben die Menschen ins Feuer geworfen. Warum? Weil die gesagt haben, wir glauben an Allah. Allah sagt, und diejenigen, yani die was, und die haben, die das, und die haben nicht um Vergebung gebetet, die Gläubigen geschadet haben, sie haben nicht um Vergebung gebetet. Das heißt, Allah vom Tafsir her hat diese Menschen Zeit gegeben, um Vergebung zu beten, und er hätte die vergeben, hätten die um Vergebung gebetet. Haben sie aber nicht gemacht. Schau mal, Achi, alles ist. Guck mal, Allah Azzawajal vergibt alles, alles. Alhamdulillah, dass wir diesen Herrn anbeten und den erkannt haben. Warum sind wir untereinander so grob? Warum passen wir untereinander nicht auf? Wollen wir uns gegenseitig ins Paradies schubsen oder wollen wir uns etwas gegenseitig beweisen? Ja, كن متأدبا